Ulrike, ich war jetzt gerade mit Rainer auf dem Feld. Wir haben frischen Rhabarber geschnitten und dir mitgebracht. Was machst du jetzt damit? Ja, verschiedene Sachen. Ich persönlich esse am allerliebsten Rhabarberkuchen mit so einer fetten Baiserhaube. Habe ich auch ein schönes Rezept für. Und Rainer isst schon ganz gerne diesen klassischen Rhabarberkompott. Ja, mit Vanillepudding. Mhm. Ja, der Rhabarber wird jetzt erstmal gewaschen. Und beim Putzen achte ich darauf, dass hier unten dieser Ansatz von der Pflanze, wo die Stange an der Pflanze ist, das lasse ich immer da dran, weil hier sind Inhaltsstoffe drin, die den Rhabarber sämig machen. Früher hat man den Rhabarber geschält, weil in der Schale war sehr viel Oxalsäure. Das ist heute nicht mehr so. Es sind viele Rhabarbersorten gezüchtet worden, die weniger Oxalsäure haben. Und deswegen braucht man den Rhabarber auch gar nicht mehr zu schälen. Die Sorten, die wir haben, sind auch so, dass man die komplett mit Schale verwenden kann. Was ist Oxalsäure? Wenn man Rhabarber isst, dann hat man ja immer so ein komisches Gefühl an den Zähnen. Und zwar kommt das daher, dass in dem Rhabarber ist ja Säure drin und die Säure, die ja reagiert mit dem Kalzium der Zähne und es gibt halt dieses komische Gefühl. Und je weniger Oxalsäure in so einer Rhabarbersorte drin ist, desto weniger hat man ja dieses komische Gefühl an den Zähnen. Ich schaue einfach, dass hier unten das ein bisschen sauber ist, dann schneide ich oben den Rest vom Stielansatz an. Wenn hier so ein Streifen kommt, dann tue ich den halt weg. Aber ansonsten nehme ich dann in der Regel auch das große Messer, lege mir die so ein bisschen zusammen und schneide alles gemeinsam durch. Da muss ja auch immer ein bisschen zügig gehen. Was kann man denn tun, um die Oxalsäure zu minimieren? Wenn man Rezepte nimmt, wo auch Milchprodukte drin vorkommen, wie zum Beispiel Milch, Joghurt, dann verbindet sich die Oxalsäure mit dem Kalzium in den Milchprodukten. Und dann ist es halt auch besser bekömmlich. Man kann natürlich zum Beispiel auch noch Kaisernatron reintun. Das bindet halt auch die Säure. Ich persönlich mag es ganz gerne, wenn etwas Banane dabei ist, weil dann hat man auch noch diesen Bananengeschmack dabei, der das Ganze noch schön abrundet. Kann man Rhabarber denn auch so roh essen? Kann man ja, aber ich würde es nicht machen. Ich persönlich mache das immer so, ich tue den Rhabarber dann in den Topf. Dann tue ich eine gefühlte Menge Zucker dazu und lasse es eine Zeit lang stehen, bis es etwas Wasser gezogen hat. Ich nehme kein zusätzliches Wasser, weil dann der Geschmack verfälscht wird. Und wenn man sieht, dass sich unten so eine leichte Flüssigkeit dann bildet, dann koche ich den einmal auf, vielleicht so 10 Minuten. Und für mich ist der Rhabarber dann fertig, wenn die Stücke noch leicht hart sind. In den letzten 5 Minuten tue ich dann noch die Bananen dazu. Und wer hat? Eine kleine Prise Vanille. Guten Appetit! Was man auch sehr schön aus Rhabarber machen kann, ist ein Sirup. Ziemlich lecker dann als Sommerschorle zum Beispiel mit kaltem Sprudel oder auch abends auf der Terrasse mit einem Gläschen Sekt.